Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise am Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf den ganzen üblichen Podcast-Kanälen. Du findest die alle über die Seite www.ralfstumpf.de/podcast. Und nachdem es keine feste Uhrzeit gibt, er mal früher und später erscheint, manchmal auch erst am Mittwoch, in manchen Wochen auch zwei Podcasts oder zusätzlich noch ein Videopodcast, empfehle ich dir, dass du den Newsletter abonnierst unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da erfährst du dann immer, wenn es einen neuen Podcast gibt. Und am Samstag kommt immer noch ein NLP-Fachtext. Das wird heute gleich noch eine Rolle spielen. Heute wird ein voraussichtlich seltsamer Podcast, aber ich hoffe mal seltsam gut. Es geht um alles Mögliche und es soll sogar der Teufel auftreten. Lass dich überraschen, ich lasse es mich auch. Ja, mit diesem Podcast ist es ja nun so, dass es von all den Sachen, die ich mache und in die Welt schicke, inzwischen das erfolgreichste ist. Also das Auditorium im Podcast ist verglichen mit den Webinaren und mit den Newslettern das stattlichste. Das ist ja so eine Art Audio-Newsletter, den ich hier mache. Und ich hatte mal zwischendurch zwei Podcasts, einen mit Ansage, einen heimlich, die ich vorher aufgeschrieben hatte, also wo ich im Grunde abgelesen habe, worum es geht. Bei beiden gab es ziemlich schlechtes Feedback, also kam nicht so gut an. Ich habe so das Gefühl, die Leute, die mir hier zuhören, du, mögen das eher, wenn ich eine Idee entwickle, ausbreite, wenn die Gedanken mehr andern, wenn ich von Assoziation zu Assoziation gehe. Und das passt ganz gut zu dem heutigen Thema, weil da werde ich genau das machen. Das heutige Thema entstand im Grunde aus der momentanen Newsletter-Reihe. Also ich schreibe ja seit vielen, vielen Jahren jeden Samstag einen Newsletter. Mit dem Wort bin ich so halb zufrieden. Ich habe also jetzt schon mit NLP, Essay und ähnlichen Sachen rumprobiert. Weil bei Newsletter denken die meisten Leute einfach an Werbung. Und dieser Letter ist nichts weniger als Werbung. Das sind wirklich, ja, ich bin da schon ganz stolz drauf, sehr substanzielle NLP-Fachtexte, also nicht unbedingt die einfachsten Texte. Ich liebe es auch immer, wenn mir Leute sagen, ja, Ralf, die Texte sind so gut, die kann ich gar nicht nebenbei lesen. Ich speichere die mir ab und lese sie dann mal später im Stück. Ich will dann mal gar nicht wissen, wie viele Texte diese Menschen inzwischen in diesem Ordner in ihrem E-Mail-Postfach haben. Einer kam sogar mal und hatte sich die ersten 200 ausgedruckt und gebunden und sich dann von mir signieren lassen. Das fand ich schön. Ja, im Augenblick gibt es ein Letter zum Thema NLP-Verschwörung und Wahrheit. Ich werde gleich ein bisschen was über den sagen und da wollte ich im Grunde nur ein paar einfache Tricks aufschreiben, wie man bei seltsamen Texten in irgendwelchen schummrigen Ecken des Internets mit NLP-Techniken sich ein Urteil erlauben kann, ob das jetzt eher Quatsch ist oder ob das substanziell ist, ob es sich lohnt, darauf sich einzulassen oder ob man das gleich verwerfen soll. Also das Ganze bezieht sich ja auf eine Idee von Frau Birkenbiel, mit der ich zusammengearbeitet habe und die ich sehr schätze, die eine meiner wichtigsten Lehrerinnen ist, die halt auch meinte, man solle regelmäßig sich mit Texten beschäftigen, sich mit Texten konfrontieren, Sachen lesen außerhalb der eigenen Denkblase. Also irgendwas, was halt dem eigenen Denken ein bisschen quer liegt. Und ich habe das immer schon gemacht. Ich mache das seit ein paar Jahren sehr verstärkt. Ich bin sehr froh um diesen Tipp von Frau Birkenbiel, weil ich glaube, das war die Vorbereitung, die mir am Ende geholfen hat, die Corona-Zeit, wo das, worüber ich heute reden will, dann ganz dolle anfing, also wirklich mit heiler Haut und psychisch gesund zu überstehen. Also ich bin Fan davon, sich mit sowas zu beschäftigen, mit irgendwelchen Texten, die nicht dem entsprechen, was ich normalerweise denke und lese. Und da wollte ich halt diesen Newsletter darüber schreiben, mehrteilig, wie man sich diesen Text nähern kann, also mit, was kann ich sprachlich analysieren, wie kann ich den Autor betrachten, welche Rolle spiele ich dabei. Du kannst das alles ja nachlesen,
Die ersten zwei Teile von dem Letter sind erschienen und die folgenden Teile habe ich alle schon geschrieben und die werden jetzt Samstag für Samstag erscheinen im Laufe des Aprils. Wie gesagt, www.ralfstumpf.de/newsletter und da kannst du ihn abonnieren, dann bekommst du ihn jeden Samstag in dein E-Mail-Postfach und kannst nochmal einiges von dem nachlesen, was ich jetzt heute hier andeuten werde. Wobei ich schon sagen muss, dass dieser Podcast, dieser Audio-Newsletter ergänzend zu dem geschriebenen Newsletter wenig Doppelungen haben wird. Also ich gehe in eine andere Richtung, weil, und da komme ich jetzt ja drauf. Also ich schrieb diesen Text, Frau Birkenbiel in Ehren haltend, und beim Schreiben dachte ich mir so, warum? Warum soll man eigentlich diese Texte lesen? Also für mich war das nie eine große Frage, weil, also ich meine, ich bin Erkenntnistyp, ich denke gerne, ich liebe das Denken und solche Texte zu lesen, die Undenkbares formulieren, die also so ganz merkwürdige und komische und verschwörerische Gedanken bringen, das fühlte sich für mich immer so ein bisschen an wie Dehnübungen im Denken, also so mentales Stretching, sowas in der Richtung. Hat mir einfach Spaß gemacht, fand ich schön. Drum war ich immer auch Fan von dieser Idee. Aber dann kam halt diese Corona-Zeit und die war jetzt, was meinen Blick auf die Welt und auch auf NLP betrifft, war das wirklich ein Einschnitt. Weil ein bisschen, würde ich beinahe sagen, ging da Unschuld verloren, weil ich hab's da halt zum ersten Mal erlebt, dass es wirklich vorkommt, dass Leute, die sich eigentlich kennen und schätzen, weil sie in irgendeiner Sachfrage unterschiedlicher Meinung sind, sich nicht dann einfach darauf einigen können, dass sie da halt unterschiedlicher Meinung sind. Also das von der Frau Birkenbiel immer so gerne gebrachte Let's agree to differ. Wenn wir uns nicht einigen können, können wir uns zweinigen. Ja, das ging da irgendwie nicht. Sondern es war, wenn dann einer kam und der hatte eine andere Meinung. Also mir ist das zum Glück im gesamten Bekanntenkreis nur ein einziges Mal passiert, dass eine Beziehung wirklich Schaden genommen hat, den wir nicht mehr hundertprozentig reparieren konnten. Ansonsten war mein Bekannten- und Freundes- und Familienkreis so, dass wir da gut durchgekommen sind. Aber ich habe es halt mitbekommen bei anderen, was da passiert. Und ich habe es nicht verstanden. Wie kann das sein, dass bei, ja jetzt sage ich es mal ganz naiv, Sachfragen, Impfung, soweit in der Richtung, Masken tragen, Infektiosität, dass so eine Sachfragen im Westen, im christlichen Abendland, in der Gesellschaft, die den Streit als zweiten Vornamen hat, die den wissenschaftlichen, den rationalen Disput als Kern der Kultur hat. Wie kann das sein, dass das so heftige Effekte bei den Leuten hat und Beziehungen beenden und sich gegenseitig verdammen und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, am liebsten erschlagen würden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und irgendwann war das ja zu Ende, die Corona-Zeit. Aber dieses Phänomen war nicht zu Ende. Ich hatte das Gefühl oder ich habe immer noch das Gefühl, dass seitdem ja zum Teil bei Themen, die es vorher schon gab, zum Beispiel das Klimathema oder das Gender-Thema, ich weiß nicht, sind die Leute intoleranter geworden oder was ist passiert? Ukraine-Krieg, jetzt die Sache im Gazastreifen. Also ich habe ganz deutlich das Gefühl, dass das eine Stelle ist, wo das Schicksal kommt und sagt, hallo ihr NLPler, ihr beschäftigt euch doch mit Kommunikation, mit Konfliktmanagement und mit Modeling, was ja bedeutet, sich mit inneren Landkarten zu beschäftigen. Und von daher, hallo ihr NLPler, das wäre jetzt irgendwie euer Einsatz. Gesellschaftlich was zu tun. Helft doch den Menschen, dass sie solche Gespräche führen können. Und diesen Auftrag habe ich mir generiert, akquiriert, also einfach selbst angenommen und habe beschlossen, das ist jetzt mein Thema. Und wenn du ein bisschen meine Sachen verfolgst, weißt du ja auch, am Pfingsten, am 18. 19. Mai gibt es das 5. Berliner Erlebniswochenende mit wahrscheinlich um die 100 Leuten kommen da. Und dieses Erlebniswochenende hat ja jeweils ein eigenes Thema, ein eigenes Modeling, was ich nur für dieses Wochenende dann also wirklich vorbereite. Das gibt es dann auch immer ein einziges Mal. Und
Jetzt an Pfingsten wird das Thema genau das sein, wie man Leute verstehen kann, die halt die Welt ja nicht nur ein bisschen anders sehen, sondern ganz dolle anders sehen. Und mein inneres Bild, wohl wissend, dass ich es vermutlich nicht erreichen werde, ist, dass halt im Rahmen des Wochenendes vielleicht in irgendeiner Ecke dann einer sitzt, der AfD nahe ist und einer sitzt, der den Grünen nahe steht und die beiden einfach ein Gespräch führen. Ein zivilisiertes, interessiertes, wertschätzendes Gespräch, in dem sie beide was lernen und sich vielleicht verändern und hinterher sagen, das war jetzt gut. Ich bin anders als vorher. Ich habe was dazugelernt. Wir kamen der Wahrheit näher. Ich weiß, das ist ein dickes Brett, was ich da bohren will. Und ich habe auch, ja, das ist für mich eine Metapher. Ich würde mich freuen, wenn wir da hinkommen an dem Wochenende. Aber ich bin auch nicht böse, wenn wir da nicht hinkommen, weil es ist ein langer Weg und wir haben 2 Tage Zeit. Trotzdem, es bleibt die Frage offen, warum? Warum sollte man es machen? Also, ich meine, wir können ja ehrlich sein. Egal, was du meinst, egal, was du glaubst, du hast recht. Die anderen haben Unrecht. Geht mir doch genauso. Ich lebe doch auch nach dem Sprichwort, jeder Konflikt erlaubt 2 Standpunkte, den eigenen und den falschen. Also, natürlich kenne ich die Wahrheit genauso wie du. Da können wir ja ehrlich sein. Und dann kommt da so einer im Zustand der Verblendung, lebt im Irrtum, ja, das könnte mir doch egal sein. Dann lass den halt. Ja, aber irgendwie macht das was, ne? Das ist halt, was mir auffällt seit ein paar Jahren, dass es was macht. Also früher, wenn man da Leute getroffen hat, die, also gerade die NLP-Szene ist ja doch mit sehr viel Kontakten in so bestimmte esoterische und sonstige Szenen. Und von daher, wenn man, wie ich jetzt seit über 30 Jahren NLP-Trainings gibt, da kommen dann schon regelmäßig Leute und erzählen so Neuigkeiten aus ihrer Blase. Und zum Teil erfahre ich da Sachen, die finde ich sehr spannend, die höre ich mir gerne an. Und manchmal höre ich da auch Sachen, wo ich mir denke, ach du liebe Güte. Ich gucke natürlich freundlich. Ich habe auch ein Webinar gemacht. Du findest den Webinar-Mitschnitt auf edumanto.de, wo ich meine Strategie aufdecke, wie ich mit solchen Leuten dann kommuniziere, wie ich also über 3 oder 4 Tests, die ich mache, erstmal feststelle, inwieweit die andere Person jetzt eigentlich überhaupt interessiert ist, meine Meinung zu hören. Also da sind wir ehrlich, die meisten Leute kommen nicht durch dieses Türchen, weil die meisten Leute, wenn die eine Meinung haben, dann reicht's ihnen eigentlich, wenn die selber diese Meinung halt sagen. Das sind andere, die hört. Also ich glaube, die hoffen auf so eine Art Windbestäubung. Also wenn ich meine Meinung möglichst vielen Leuten sage, dann wird es vielleicht mal irgendwann hängen bleiben. Ja, kann sein, dass das vor ein paar Jahren noch funktioniert hat, inzwischen nicht mehr. Aber was mir halt auffällt seit ein paar Jahren ist, dass da, wo man früher wertschätzend auseinanderging, mit verschiedenen Meinungen, wird es heute emotional. Zum Teil sehr emotional. Und jetzt als NLPler erkenne ich natürlich Emotionen. Also sehe ich da und wundere mich, Angst, zum Teil Panik. Und da denke ich mir, wie kann das sein, dass vor Gedanken gewarnt wird, dass es heißt, bestimmte Gedanken dürfe man keine Bühne geben, diese Gedanken dürften gar nicht ausgesprochen werden, weil die so gefährlich sind. Ich meine, okay, als Erkenntnistyp freut mich das ungemein, dass wir jetzt in einer Welt leben, wo Gedanken als gefährlich gelten. Und eine meiner Sternstunden in puncto Kommunikation zwischen den Lagern ist ja das YouTube-Video. Findest du, kannst einfach bei YouTube in die Suche eingeben, dann findest du es. Ein 2-stündiges Streitgespräch zwischen Jordan Peterson und Slavoj Žižek. Und was ich an diesem Gespräch unter anderem so toll finde, ist, dass, ich habe in irgendeinem Text gelesen, Jordan Peterson gilt als der gefährlichste Denker der rechten Seite und Slavoj Žižek gilt als der gefährlichste Denker der linken Seite. Also das ist so eine Art spätrömischer Gladiatorenkampf, wo die beiden da aufeinander losgehen und Pardon wird nicht gegeben. Aber ganz im Gegenteil, es ist ein hochzivilisiertes und freundliches Gespräch zwischen 2 älteren Herren, die sich inhaltlich
nichts schenken, aber im Stil wirklich exzellent, vorbildlich, ganz großartig. Also es ist wirklich ein Video, das kann ich absolut empfehlen, um zu sehen, wie ein gutes Gespräch ablaufen kann, wenn beide sich am Riemen reißen. Leider hat Žižek nachgekartet in einem Buch, was er hinterher geschrieben hat. Finde ich keinen guten Stil, aber das Video ist trotzdem gut. Wenn du sehen willst, wie das schief geht, dann kannst du bei Jordan Peterson bleiben und ebenfalls bei YouTube eingeben, Monk Debate. Monk schreibt sich der. Das ist ein US-amerikanischer Debattierclub, die manchmal halt zu Debatten einladen. Da stehen dann vier Leute auf der Bühne, die verschiedene Standpunkte, also quasi jeweils Team von zwei Leuten. Und da ist halt auf der einen Seite Jordan Peterson und Stephen Fry. Die vertreten dann wieder halt die eher konservative rechte Seite und zwei andere vertreten die liberale linke Seite. Ja, da siehst du leider, wie es schief geht. Also das ist eine der wenigen Stellen, wo selbst Jordan Peterson mal wirklich die Kontenance verliert. Schade, aber wir wissen ja, er kann es auch anders. Und ich habe jetzt kürzlich noch eins aus dem deutschen Sprachraum entdeckt, und zwar auf dem Kanal von Julian Reichelt, News heißt das, gibt es ein 1,5-stündiges Gespräch, wo Julian Reichelt einen Herrn Schröder einlädt. Und Reichelt ist ja bekennend rechts und der Schröder ist bekennend links. Und die beiden wollen sich halt mal unterhalten. Und am Anfang tun sie sich auch gegenseitig den Bauch pinseln und sagen, ja, wie schlimm das ist, dass halt rechts und links nicht mehr miteinander reden. Und sie wollen das ändern und man hat ja nichts gegeneinander, man würde sich ja wertschätzen. Und also sie überschäumen sich quasi mit gegenseitiger Wertschätzung. Und dann geht das Gespräch los und es läuft auch die erste Stunde recht zivilisiert. In der letzten halben Stunde fangen sie beide an, sich fürchterlich anzuschreien und reden gleichzeitig und werden emotional. Und ich habe mir das Gespräch angeguckt, ich habe es am Ende wirklich durchlitten, weil ich mag das nicht, wenn zwei Leute gleichzeitig laut reden. Ich verstehe da erstens nicht viel und zweitens, meine Hauptfrage ist, was soll es denn bringen? Also das sind zwei hochintelligente Männer, die Ahnung haben von Kommunikation, die werden beide wissen, dass so, auf die Art, wird ihr Gesprächspartner oder Gesprächsgegner mit Sicherheit nicht seine Meinung ändern. Und ich glaube noch nicht mal, dass es als Schaukampf zwischen zwei Alphas funktioniert, weil, also Schaukampf würde dann bedeuten, dass sie dadurch versuchen, ihre Anhängerschaft zu vergrößern, also Leute quasi auf ihre Seite zu ziehen, die unentschieden sind, aber es sieht nicht gut aus, wenn die gleichzeitig reden und immer lauter werden und sich ereifern. Und außerdem, man versteht nichts. Also, das bringt ja auch nichts. Am Ende glaube ich, und darum finde ich das Gespräch einen guten Versuch, aber leider Gottes gescheitert. Ich glaube, beide haben in dem Gespräch nichts dazugelernt und sich kein bisschen verändert. Vielleicht mit der kleinen, aber eher unguten Ausnahme, dass sie noch fester in ihrer eigenen Meinung verharren. Tja, warum also dann das Ganze? Also ich meine, warum um Gottes Willen solltest du dich darauf einlassen, auf irgendeinen Text im Internet, auf irgendein Video, auf irgendeinen Podcast oder gar, das wäre dann die Königsklasse, auf einen echten Menschen mit einer anderen Meinung, mit einer Meinung, die wirklich ganz anders ist als du. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Gendern. Es ist ja so, und da komme ich gleich drauf, es gibt ja Themen, da kannst du die Meinung haben oder eine andere Meinung, aber es ändert nicht wirklich viel. Also nehmen wir an, es geht um irgendwelche indischen Gottheiten und ich würde dich jetzt fragen, ob du wirklich glaubst, dass der eine indische Gott wirklich der Vater von dem anderen indischen Gott ist. Da kannst du sagen, ja, sag Reis. Mir doch egal, es hat keine Konsequenzen im Handeln. Da komme ich gleich noch drauf, dass es mit dem Handeln sehr wichtig ist. Es gibt die meisten Fragen ist es so, dass sie eine Konsequenz im Handeln haben. Also nehmen wir mal diese halbwegs harmlose Thema Gendern. Also wenn du halt einen Text schreibst oder wenn du sprichst, dann kannst du, also ich meine, Schrödingers Gendern gibt es nicht. Also das heißt, entweder du genderst oder du genderst nicht. Aber sobald du einen Satz schreibst, in dem ein Bäcker vorkommt oder in dem du von den Bäckern redest und nicht von den Bäckerinnen und Bäckern oder auch nicht von den BäckerInnen oder von den Backenden, also merkst du,
Je nachdem, wie du es formulierst, ich habe darüber auch einen Newsletter geschrieben, wo du meine Meinung dazu nachlesen kannst. Aber je nachdem, wie du es siehst, wird es sich in deinem Handeln zeigen. Das ist ein Thema, auf das komme ich gleich noch, weil das ist wichtig für das, was wir heute hier besprechen. Aber nehmen wir an, du hättest da also deine Meinung über das Gendern und du sprichst mit einer Person, die eine andere Meinung hat. Und irgendwann in dem Gespräch merkst du, wow, der andere hat recht. Das stimmt, die Argumente sind gut. Und du merkst, dass deine Argumente also bestenfalls wackelig, im Grunde morsch sind. Und im Laufe des Gesprächs änderst du deine Meinung. Und ab dann auch die Art, wie du formulierst. Das würde dein Verhalten ändern. Und theoretisch ist es möglich, dass du 2, 3 Jahre später mit einem anderen Menschen ein anderes Gespräch führst und wieder was dazu lernst und deine Meinung nochmal änderst und deinen Schreib- und Sprechstil wieder änderst. Das ist ja alles denkbar. Beim Impfen ging das nicht. Also Schrödingers Impfung ist nicht erfunden. Und vor allem die Menschen, die sich für eine Impfung entschieden haben, die können sich hinterher nicht mehr unimpfen. Und da versteht man dann vielleicht schon eher, dass man nicht so ganz offen ist, sich mit einer anderen Meinung zu beschäftigen, weil das könnte die eigene Biografie in Frage stellen. Na, die Frage, will man das? Und jetzt fangen wir an, uns mehr mit dem Thema zu nähern. Also die Frage, die mich wirklich seit inzwischen, glaube ich, Jahren umtreibt, ist, wo kommt die Angst her? Wo kommt die Angst her vor fremden Meinungen? Und bilde ich mir das nur ein oder wird die Angst wirklich mehr? Spoiler, ich glaube, die Angst wird wirklich mehr. Und was können wir tun, damit die Angst weniger wird? Und da bringe ich jetzt auch mal ein kleines Stück nochmal, was ich auch im Newsletter demnächst schreiben werde, aber ich werde es jetzt ein bisschen ausführlicher bringen. Und zwar, ich habe da eine Idee gefunden von Hegel, Johann Gottfried Wilhelm Hegel, genau 1600 spät bis 1700 mittendrin, glaube ich, so um den Dreh hat er gelebt. Oh, jetzt leg mich bitte nicht auf die genauen Zahlen fest, die Wikipedia weiß das besser als ich. Und das war ja ein ganz berühmter Philosoph. Berühmter Philosoph heißt, dass er Bücher geschrieben hat, die philosophisch interessierte Menschen kennen und niemals gelesen haben, Phänomenologie des Geistes und sowas in der Art. Also ich habe auch ehrlich gesagt kein Wort von Hegel selbst gelesen, aber ich habe eine sehr angenehme, gut zu lesende, ich habe es als Hörbuch gehört, also auch gut zu hörende Biografie über Hegel gehört und fand das also wirklich sehr inspirierend. Und in dieser Biografie wurde auch davon erzählt, dass Hegel Anfang des 18. Jahrhunderts in Nürnberg war, weil Hegel hatte, wie viele große Geister, das Problem, dass er eigentlich Zeit seines Lebens zu wenig Geld hatte und Jobs gesucht hatte und nicht wusste, wo er bleiben soll. Und da war halt mal eine Phase, da war er in Nürnberg, hat geheiratet, eine Tochter aus dem Hause Tucher, eine Nürnberger Patrizierfamilie, und war Schuldirektor am damals frisch gegründeten Ägidien-Gymnasium, welches übrigens unerfindlicherweise heute nicht Hegel-Gymnasium heißt. Also ich denke, wenn die eine Schule haben, die von Hegel mitgegründet wurde, dann nenne ich die doch nach Hegel. Aber es ist ja, mich haben sie nicht gefragt. Okay, jedenfalls, Hegel war Schuldirektor ein paar Jahre und war wohl auch ganz beliebt bei den Kindern und Jugendlichen, weil er wohl im Gegensatz zu seinen staubtrockenen und im Grunde völlig unverständlichen philosophischen Vorlesungen, die er dann später vor allem in Berlin gemacht hat und für die er berühmt und berüchtigt war, weil das alle toll fanden und keiner hat ihn verstanden, hat er wohl seinen Unterricht mit den Kindern ziemlich frei gehalten und die aufgefordert, ihm Fragen zu stellen und die Fragen beantwortet und hat wohl sehr dialogisch mit denen gearbeitet, also wahrscheinlich ein sehr guter Lehrer. Und in dieser Rolle als Schuldirektor hat er dann einmal im Jahr auch zur Eröffnung des Schuljahres jeweils einen längeren Vortrag gehalten, wo er dargelegt hat, wie er sich das so vorstellt mit der Erziehung und was die Kinder brauchen, damit aus ihnen was wird. Und in einem dieser Vorträge bringt er die Idee, Schule müsse Schwierigkeiten
für Kopf und Herz bieten, um die Leute in Bewegung zu kriegen. Und das fand ich sensationell. Also der Gedanke, Schule ist ein Ort, wo du Schwierigkeiten bestehen darfst, musst, kannst, sollst. Und zwar emotionale Schwierigkeiten und intellektuell geistige Schwierigkeiten. Ja, das ist doch spannend. Also ich hatte den Gedanken nirgendwo vorher gehört, weil gerade heutzutage versucht man ja den Kindern immer alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und irgendwie mit 3 Helikoptern und einem roten Teppich und irgendwie vielleicht noch Blumenschmuck links und rechts, dass sie es möglichst einfach und niedrigschwellig haben. Und dann kommt Hegel und sagt, nein, es geht ums Gegenteil. Lasst uns ihnen das Leben schwer machen. Emotional und intellektuell. Und na klar, du weißt, der Mensch wächst am Widerstand. Aber was tut das? Und da höre ich natürlich, wenn ich höre, dass Hegel von Kopf und Herz spricht, höre ich natürlich den Erkenntnisbereich und den Beziehungsbereich und frage mich natürlich, und werde das auch gleich ergänzen, ja, wo ist denn der dritte Bereich? Wo ist denn der Handlungsbereich? Aber lass uns erstmal die beiden Ideen Kopf und Herz angucken. Also was könnte das bringen, sich mit sowas zu beschäftigen? Und jetzt geht halt die große Klammer auf, wo Jordan Peterson und der Teufel und Frau Birkenbiel und Hegel alle gleich zusammen auftreten werden. Meine Idee ist, lass uns mal mit den emotionalen Schwierigkeiten anfangen. Also jetzt sozusagen unter Beziehungstypen ehrenhalber. Da ist es ja so, also, oder ich springe mal ein kleines Stückchen noch voraus, denn wo ich hin will, ist, wenn da einer kommt und das vielleicht sogar noch jemand ist, den du ein bisschen magst als Mensch, wertschätzt, und der bringt eine völlig verrückte Idee, also irgend so ein Verschwörerquatsch, dann wirst du merken, dass diese Person dir gleichzeitig emotionale und geistige Schwierigkeiten bietet, weil die Idee ist völlig bescheuert und der Mensch ist verrückt. Und jetzt regst du dich auf über dessen Idee und Hegel reibt sich die Hände und sagt, genau, das ist es, wozu ich dich einladen wollte, damit du wächst. Und Frau Birkenbiel steht auch grinsend daneben und sagt, sehen Sie, weil die hat immer alle gesiezt, sehen Sie, dafür sollen Sie sich mit Texten außerhalb Ihrer Blase beschäftigen. Aber was macht das jetzt? Also die Qualität des Beziehungsbereichs ist es ja, dass man sich auf etwas oder jemanden, das ist in dem Fall das Wichtigere, bezieht. Also in Relation zu jemandem, in Bezug auf. Und was jetzt alle Beziehungstypen wissen und die anderen ahnen, spüren, vermuten oder auch fürchten, ist, dass je nachdem, auf wen du dich beziehst, bist du ein bisschen anders. Also das kennst du wahrscheinlich auch und wir üben das ja auch im Rahmen der NLP-Ausbildung. Es gibt zum Beispiel in der Coach-Ausbildung eine Übung, die ist einfach und witzig. Da bitte ich am Anfang oft 3 Leute auf die Bühne und dem Menschen in der Mitte sage ich, du bist jetzt Coachy, du hast bitte ein Thema. Und die links und rechts sind in Anführungszeichen Coaches. Und dann sage ich zu dem Menschen in der Mitte, such dir mal einen von den beiden raus, den linken oder den rechten, und erzähl dem mal einfach dein Thema in 1 bis 2 Minuten. Und der hört sich das einfach an. Und muss auch nicht antworten. Und dann, wenn du das gemacht hast, atme einmal tief durch. Und jetzt erzähl das Gleiche dem anderen. Der muss auch nicht antworten. Und dann, also die beiden, die es gehört haben, haben nicht geantwortet. Und dann frage ich, mit wem von beiden würdest du jetzt lieber an diesem Thema arbeiten? Und normalerweise kommt die Antwort sehr schnell. Die Antwort kommt sehr schnell. Und manchmal frage ich noch eine zweite Frage. Und mit wem von beiden würde es dir vielleicht mehr bringen, an dem Thema zu arbeiten? Und da wird dann manchmal die andere Person gewählt, getreu dem Motto von David Snarch, der meinte, such dir keinen Therapeuten oder Coach, der angenehm ist. Such dir einen, der auf eine vielversprechende Art unangenehm ist. Ich bin auf dieses Phänomen zum ersten Mal sehr bewusst gestoßen, als ich zum ersten Mal eine Mitarbeiterin gesucht habe. Und da hatten sich viele vorgestellt damals bei uns. Und da hatten wir so die Idee, damit diese Bewerbungsgespräche, die immer so ein bisschen stressig sind, für alle Seiten angenehm sind, dass wir als NLPler
so die ersten 10 Minuten erstmal was erzählen, damit Ressourcen aufgebaut werden und das Ganze sich entspannt und ein bisschen smalltalkig ist. Und irgendwann fiel mir dann auf, das ist sehr interessant, ich habe eigentlich immer das Gleiche erzählt, nämlich so ein bisschen die Firmengeschichte. Aber da gab es dann Leute, wenn ich denen die Firmengeschichte erzählt habe, klang das irgendwie so armselig, so popelig, so wie so eine kleine NLP-Bude, wo ich beim Erzählen schon dachte, um Gottes Willen, da würde ich nie arbeiten wollen bei denen. Und bei anderen Leuten war das so, wenn ich denen die Firmengeschichte erzählt habe, da war ich selbst begeistert und dachte, boah, ist das toll. Also das ist eine tolle Firma mit tollen Angeboten und einem tollen Chef und wow. Also mir fiel es irgendwann so sehr auf, dass selbst wenn ich vorhatte, jedem Menschen die gleiche Geschichte zu erzählen, war die doch immer ein bisschen anders, je nachdem, wem ich sie erzählt habe. Und das ist natürlich der Beziehungsbereich, weil ja, die andere Person spielt eine Rolle. Wir haben dann damals übrigens beschlossen, dass wir die Person einstellen, bei der uns unsere eigene Geschichte, wie wir sie erzählt haben, am besten gefallen hat. Und das war auch eine gute Wahl, weil es ist ja klar, ich meine, das ist dann ein Mensch, in Bezug auf diesen Menschen aktivieren sich meine Ressourcen. Das ist schon mal einfach ein sehr guter Start, wenn ich mich sonst irgendwie nicht entscheiden kann. Und warum soll ich denn mit einer Person zusammenarbeiten, wo ich selber das Gefühl habe, das ist eigentlich eine komische kleine Klitsche. Das würde sich ja dann auch wahrscheinlich manifestieren. Also, wenn ich mit anderen Leuten zusammentreffe, wenn ich mich auf andere Leute beziehe, wenn ich mich auf andere Menschen einlasse, dann bin ich immer ein bisschen anders. Und für Beziehungstypen ist das ja Qualität und Problem gleichzeitig. Also die Qualität ist halt, dass die unglaublich gut sind in Empathie, im Positionswechsel, in Einfühlung in andere Menschen. Aber das Problem ist manchmal, nachdem die bei jedem Menschen anders sind, dass sie sich manchmal fragen, ja, wie bin ich denn eigentlich selber wirklich? Also vor allem, wenn keiner guckt. Und ich glaube, das ist das, worum es bei den emotionalen Schwierigkeiten geht. Also die Idee von Hegel. Weil, wenn du dich in vielen emotionalen Schwierigkeiten mit vielen anderen Menschen erlebst und irgendwann, ich sage es jetzt mal mathematisch, deine Datenbasis groß genug ist, dann kannst du innerlich berechnen, das würde man sagen, Mustererkennung findet dann automatisch statt. Was ist denn in all dieser Veränderung stabil? Also was ist das, was ich immer wieder treffe? Und da wäre dann die Antwort, das bist du. Sodass du inmitten dieser ständigen emotionalen Schwierigkeiten die Chance hast, dich zu erkennen. Und somit würde dann, und jetzt wird das Psychografie-Dreieck schön, die emotionalen Schwierigkeiten im Beziehungsbereich führen dann zur Selbsterkenntnis. Ja, das ist großartig, ne? Das nehmen wir. Also dafür lohnen sich emotionale Schwierigkeiten. Und jetzt ahnst du schon, wie es weitergeht mit den Schwierigkeiten für den Kopf. Also mit den kognitiven, intellektuellen, geistigen Schwierigkeiten. Im Erkenntnisbereich geht es ja um die Suche nach der Wahrheit. Da geht es jetzt gleich ausführlich drum. Ich bin ja Erkenntnistyp, also davon habe ich Ahnung. Und es ist die Suche nach der Wahrheit, nicht das Finden der Wahrheit. Das wird gleich noch wichtig. Also es ist die Suche nach der Wahrheit. Und Wahrheit wird ja im NLP, ja, du kannst es im großen Ganzen übersetzen oder gleichsetzen mit Landkarten und Modellen. Das heißt, von Watzlawick und den Konstruktivisten wissen wir, die Landkarte ist nicht das Gebiet, aber sie ähnelt ihm in ihrer Struktur. Und das, was wir Wahrheiten nennen, sind im Grunde Landkarten. Und der Erkenntnisbereich würde so sagen, die beste Landkarte, die beste Wahrheit ist die, die halt die Wirklichkeit am besten abbildet. Was das ist und woran du das merkst, da komme ich gleich drauf. Und jetzt ist es halt so, dass wenn du dich mit dem Bereich beschäftigst, merkst du irgendwann, kannst du es eigentlich im Grunde nicht übersehen, dass es verschiedene Wahrheiten gibt. Also verschiedene Menschen bilden ein und dasselbe Phänomen verschieden ab. Das ist jetzt komisch, weil wir suchen doch die Wahrheit. Aber da gilt halt der Satz von Karl Popper, der da meinte, sein Motto ist,
Ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam können wir ihr näher kommen. Das heißt, ähnlich wie mit den emotionalen Schwierigkeiten im Beziehungsbereich, wo du suchst, was ist das verbindende Element, und das bist du, kannst du dich auf die geistigen, kognitiven, mentalen Schwierigkeiten des Erkenntnisbereichs einlassen, immer wieder neue Abbildungen probieren und rausfinden, was ist denn das Stabile in diesen ganzen Abbildungen. Und das ist dann die Welt, weil die ja das ist, dies zu erkennen gilt, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das heißt, jetzt kommt das, was ich neulich auch in einem Webinar, finde ich doch auf Edomanto, die Einstein-Strategie beschrieben habe, die Idee von Albert Einstein, dass, also modelliert von Robert Dills, dass wenn ich für einen derselben Sachverhalt mehrere Abbildungen, mehrere Erklärungsmodelle habe, die sich widersprechen und sogar im Fall von Einstein Licht, Welle oder Teilchen nicht nur widersprechen, sondern sogar ausschließen. Es kann nicht beides gleichzeitig sein. Es kann nur eins von beiden sein. Und die aber trotzdem irgendwie auf eine verrückte Art beide wahr sind, dann könnte ich Tiefe ins Bild bringen. Also auch nach der Metapher, die auch Dills bringt, welches Auge sieht eigentlich tiefenscharf? Die Antwort ist nicht das rechte, nicht das linke, sondern das Gehirn errechnet die Tiefe des Bildes aus dem Unterschied zwischen beiden Augen, weil das Gehirn ebenfalls das macht, was ich gerade gesagt habe. Es rechnet, was haben denn das Bild vom linken und vom rechten Auge, was haben die beiden denn gemeinsam und worin unterscheiden sie sich? Und dann kriege ich halt eine Idee von einem dreidimensionalen Raum. Das heißt, diese Schwierigkeiten der Abbildungen, der Wahrheiten könnten dich dahin bringen, dass du die Welt verstehst. Und das ist doch aufregend, ne? Und da bleiben wir jetzt ein bisschen, weil ich habe dir den Teufel versprochen und der muss jetzt langsam kommen. Jetzt gehe ich ein bisschen auf Jordan Peterson und mache was völlig Keckes, weil ich bin gerade total fasziniert von dessen Buch Maps of Meaning. Das ist ungefähr so dick wie ein Telefonbuch. Als Hörbuch braucht das 40 Stunden. Das wäre schön, weil er gibt die Antwort auf die von mir gesuchte Frage, wenn ich diese 40 Stunden super dichtes Hörbuch in einen 10-Minuten-Vortrag im Erlebniswochenende reinpacken könnte. Das wird mir nicht gelingen, aber ein paar Ideen werde ich bringen, weil es sind halt einfach genau die Antworten, die wir brauchen. Und Jordan Peterson hat eine faszinierende Idee in dem Buch entwickelt. Und zwar die Idee ist, was bedeutet es eigentlich zu glauben? Also an eine Wahrheit zu glauben. Und er kommt zu dem im Psychografie-Dreieck im Grunde naheliegenden, dieser naheliegenden Idee, naja, das ist dann das, wonach du handelst. Also etwas für wahrnehmen, etwas zu glauben, bedeutet, dass ich danach handle. Und er hat auch, ich habe jetzt im Oster-Newsletter darüber geschrieben, er hat neulich einen Text geschrieben, er mag das wohl nicht, wenn Leute ihn fragen, ob er an Gott glaubt. Und er fragt dann wohl gerne zurück, was die Leute eigentlich an Glauben verstehen. Und seine Meinung ist, Glauben zeigt sich im Handeln. Also wenn einer behauptet, ich glaube an Gott, würde Jordan Peterson fragen, zeigt sich das in deinem Handeln? Also wenn einer eine Idee von der Welt hat, eine Landkarte, dann müsste er doch eigentlich den Weg finden. Also da wird es jetzt spannend. Das heißt, wenn einer sagt, er hat wirklich Ahnung von Gesundheit, Medizin und Körper, wirklich, absolut Ahnung, ja, dann müsste er ja jede Krankheit heilen können. Und wenn einer sagt, er hat wirklich absolut Ahnung von Geld und Börse, der müsste der Milliardär sein. Und wenn einer sagt, er hat, merkst du, also egal welches Thema, sobald einer sagt, er hat wirklich die Wahrheit, komplett, vollständig, absolut zu einem bestimmten Thema, dann müsste diese Person eigentlich in diesem Gebiet hundertprozentig erfolgreich handeln können. Jetzt findest du den Gedanken wahrscheinlich absurd, aber der ist nicht absurd, im Gegenteil, weil wir sind ganz dicht am Teufel dran. Wenn du zurückgehst ins Mittelalter, da gab es die Idee eines Gottesurteils. Ich habe da neulich einen Film gesehen auf Amazon, Disney, frag mich nicht, auf einer der vielen Streaming-Plattformen. Und The Last Duel, das ist ein wohl historisch ziemlich klar verbürgte Geschichte von dem letzten Gottesurteilsduell,
was in Frankreich stattfand im Jahre 1300 irgendwas. Und das kommt diesem Film nicht vor, aber ich erkläre es dir. Die Idee dahinter ist eigentlich logisch, weil da sind also jetzt zwei Männer und es geht um ein Gerichtsverfahren und der eine sagt so und der andere sagt anders. Es gibt aber jetzt keine Zeugen. Also ist völlig klar, einer von beiden sagt die Wahrheit und der andere lügt. Und drum war damals die Idee, na, die beiden kämpfen einfach ein Duell gegeneinander auf Leben und Tod. Und wer überlebt, hat recht. Und jetzt würdest du sagen, ja, das ist doch Quatsch, weil ich meine, da ist doch so viel Zufall drin, wenn dem einen sein Pferd hustet oder dem anderen irgendwie ein Sandkorn ins Auge fliegt, dann hätten die im Mittelalter gesagt, nein, 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 nein. Weil wir reden ja von Wahrheit, also von richtig, echt, echt, wirklich Wahrheit, also von göttlicher Wahrheit. Und wenn einer wirklich die Wahrheit kennt, in der Wahrheit ist, dann werden ja seine Werke gelingen. Also der Gedanke, dass wenn du in der Wahrheit bist, wenn du die Wahrheit, und hier ist die Einzahl wichtig, wenn du die Wahrheit erkennst, dann wird sich's in deinem Handeln zeigen und dann wirst du fehlerfrei, absolut erfolgreich handeln. Der Gedanke hat schon was. Es ist aber auch der Gedanke, mit dem Jordan Peterson erklärt, das ist der Teufel. Ah, jetzt wird's spannend, oder? Jetzt wird's wirklich spannend. Weil Jordan Peterson in seinem Buch halt auch ein Kapitel hat, wo er dann sagt, jetzt muss er sich doch halt mal eine ganz große Frage ranmachen. Was ist eigentlich das Böse? Was ist der Antagonist? Und am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass wenn zwei in irgendeiner Sachfrage unterschiedlicher Meinung sind, ist es im Grunde der archetypische Kampf Gut gegen Böse. Kain gegen Abel. Christus gegen Satan. Das Dumme ist nur, wenn du in so einen Kampf gerätst, dass du am Anfang nicht weißt, wer du bist. Das heißt, es ist die Gefahr, dass sich hinterher herausstellt, dass du der Böse bist. Und wenn man das sich traut, mal so zu sehen, und ich will dir halt ein paar Gedanken von Jordan Peterson jetzt da darlegen, dann kann man schon verstehen, warum Leute irgendwann anfangen zu kämpfen an dieser Stelle. Weil da geht es wirklich um viel. Also zu Jordan Peterson. Er bringt erstmal die Frage, was ist das Böse? Und sagt halt einfach, er geht davon aus, es gibt das Böse in der Welt, ist halt nur schlecht definiert und sagt dann, wenn du Jordan Peterson ein bisschen kennst, weißt du, er liebt es, sich auf Mythen und Geschichten zu beziehen, weil er sagt, da ist halt Jahrtausende von Weisheit drin gespeichert, von Erfahrungswissen und von guten Gedanken von Leuten und darum sollte man das Ganze ernst nehmen. Und er meint, die Menschen suchten halt seit Jahrtausenden nach irgendeinem Erklärungsbild für das Böse und dann das Beste, was wir bis jetzt gefunden haben, ist der Teufel. Der Teufel wirklich als allegorische Figur. Also niemand erwartet, dass du jetzt an den glaubst, dass der wirklich in der Hölle lebt und sich da vor sich hin vergnügt, sondern es ist eine Allegorie, in der halt etwas Bestimmtes hineingepackt wurde. Und dann sagt Jordan Peterson, dass in der christlichen Tradition der Teufel eigentlich immer verbunden wird mit der Ratio, mit dem Verstand. Und da dachte ich mir, oh nee, nicht schon wieder. Ich meine, nicht die Geschichte. Ich meine, ich schreibe seit ungefähr gefühlt 5 Jahren immer wieder im Newsletter dagegen an, dass ich das so doof finde, dass gerade momentan wieder verstärkt die ganzen Herzchen aus dem Beziehungsbereich, die aus dem Fühlen und Energiespüren nicht mehr rauskommen, dann wieder den Verstand und die Vernunft und die Ratio abwerten als böse, böse, böse. Und jetzt kommt Jordan Peterson mit dem Gleichen. Und ich war schon kurz davor, tief Luft zu holen, als Jordan Peterson einen Schritt weitergeht und mich sowas von voll versöhnt hat. Und dann meinte er nämlich, das, was das Teuflische ist, ist, und jetzt erkläre ich es ein bisschen anderen Worten, das, was C.G. Jung den Schatten nennt.
Schatten gibt es ja nach C.G. Jung in den Archetypen in zwei Formen, nämlich einmal als ein zu viel und einmal als ein zu wenig. Und Jordan Peterson sagt, wenn du dir ungefähr 2000 Jahre abendländische Tradition anguckst, dann wirst du merken, dass der Teufel fast immer erklärt wird mit zu viel Ratio. Oder genau gesagt, das Böse in dieser Idee von Jordan Peterson ist, zu glauben, man wisse alles. Zu glauben, ich weiß alles, was ich wissen muss. Und was ich nicht weiß, lohnt sich nicht zu wissen. Und du ahnst, ich meine, Jordan Petersons Lebensthema ist Ideologien und das Böse. Also was ihn zu dem Beruf des Psychologen gebracht hat und zu seiner ganzen Forschung, ist, dass er sagt, wenn man sich das 20. Jahrhundert anguckt, also mit Nazi-Deutschland, mit Sowjetrussland, mit Hitler, Stalin, Lenin, Mao, Kambodscha und was es da alles gibt, also wer sich diese Jahrzehnte anguckt und nicht doch zumindest für möglich hält, dass es das Böse gibt, der kann man fragen, unter welchem Stein hast du gelebt? Also nicht gut, was wir da als Menschheit gezeigt haben. Und Jordan Peterson sagt halt, sein Ansatz war nicht der übliche, sich einzulullen in der Fantasie, mir wäre das damals nicht passiert, ich wäre treu gewesen, ich wäre der Gute gewesen, sondern sich zu überlegen, okay, wahrscheinlich wäre ich auch reingerutscht. Wieso? Also seine Frage ist, wie kommt es, dass gute Menschen Böses tun? Wie kommt es, dass im Dritten Reich und dann in Russland, im Gulag und so weiter, dass normale, gute Familienmenschen die übelsten Grausamkeiten tun. Wie kommt's? Und er erklärt halt in seinem Buch, dass er glaubt und sich da halt auf 2000 Jahre christlich-abendländische Tradition stellt, die Sünde schlechthin ist es zu sagen, wir wissen alles. Und in dem Augenblick, wo du sagst, ich weiß alles oder wir wissen alles, was es zu wissen gibt, hat es ein paar heftige Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist natürlich, dass du ab dann davon ausgehst, dass dein Handeln zwangsweise hundertprozentig erfolgreich sein muss. Das ist dann sowas wie Planwirtschaft, die da rauskommt, weil ich kenne jetzt ja die Wahrheit, also kann ich ja vorher sagen, was kommt und was passiert. Und ach, dann kommt diese blöde Realität wieder und macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist ja leider Gottes das Dumme an der Realität, dass die manchmal sich dem Ganzen widersetzt. Aber wenn man das nur ganz doll glaubt, dann kann man das ja trotzdem irgendwie sich einreden. Das andere ist, dass wenn ich die Wahrheit kenne, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, natürlich ganz klar ist, dass alle anderen aus meiner Perspektive gefährliche Böse sind, die im Grunde kein Recht haben auf irgendwas und noch nicht mal auf Leben, sowas in der Art. Und dann bist du mitten im Bösen. Und darum sagt Jordan Peterson, und da hat er mich wieder voll versöhnt, dass damit das nicht passiert, damit du nicht dem Teufel anheimfällst, solltest du dir immer bewusst sein, dass du nicht alles weißt, dass kein Mensch jemals alles weiß. Und oh, da war ich erleichtert und dachte mir auch mal, jetzt schließt sich der Kreis von Jordan Peterson über Hegel zu Frau Birkenbiel und plötzlich versteht man, warum man sich ständig mit Gedanken, mit verrückten Weltbildern, mit verrückten Leuten mal auseinandersetzen sollte und das wirklich an sich ranlassen, weil es bewahrt dich vor dem Bösen. Es bewahrt dich davor, dass du dem Teufel in die Hände fällst. Und ich finde, wenn's nicht mehr ist, ist das doch auf jeden Fall einen Versuch wert, das zu machen. Ich denke da auch an eine Stelle, die Harari, Yuval Noah Harari, in seinem Buch Sapiens schreibt. Nämlich, er sagt, eine Besonderheit der westlichen Kultur, also des jüdisch-griechisch-christlichen Abendlandes, ist, dass es die einzige Hochkultur ist, die das Nichtwissen wirklich dargestellt hat. Und er bringt das Beispiel der Landkarten, die ab dem Mittelalter bis in die Zeit der Entdeckung gemalt worden sind, wo es halt bei den fremden Kontinenten oft ganz bewusst große weiße Flächen gab. Und diese großen weißen Flächen haben halt dargestellt, visualisiert, bildlich gemacht. Da gibt's was, wir wissen aber nicht was.
Und für Jordan Peterson ist das Gegenstück zum Teufel der Held. Also Protagonist, Antagonist. Und er definiert den Helden als die Figur der Geschichte, die sich willentlich, bewusst, absichtlich dem Unbekannten stellt. Das heißt, seine Geschichte spielt schon sehr auch im Erkenntnisbereich. Ich glaube, man kann sie aber auch in den Beziehungs- und Handlungsbereich übertragen. Vielleicht mache ich das gleich noch. Aber die Idee ist, dass die willentliche, bewusste, absichtliche, mutige Konfrontation mit dem, was dich verunsichert, mit dem Neuen, mit dem Unbekannten, mit der fremden Welt, das ist, was dich gesund hält, heil hält, heilig in gewisser Weise hält, was dich vorm Teufel schützt und was am Ende, so groß das jetzt vielleicht klingen mag, aber ich sehe das inzwischen wirklich so, was am Ende ein spiritueller Weg ist. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Und ist ganz witzig, Jordan Peterson bringt mehrmals auch als Beispiel den Mephistopheles in Goethes Faust. Und da muss ich sagen, da gibt es einen Plus- und einen Minuspunkt, weil zum einen, wenn ich Goethes Faust lese, und ich liebe diese Geschichte, ich liebe sie wirklich heiß und innig, bin ich jedes Mal aufs Neue entzückt, wie auf den Punkt genau Johann Wolfgang von Goethe in dieser Geschichte Beziehungstyp, Erkenntnistyp und Handlungstyp dargestellt hat. Also Heinrich Faustus ist der Beziehungstyp, wie er aus dem Buche springt. Der Teufel Mephistopheles ist Erkenntnistyp und Gretchen ist Handlungstyp. Und von daher passt das alles, weil wir haben genau das, worum es in der Heldenreise geht, dass also der Held ist ja in der Heldenreise normalerweise ein männlicher Archetyp. Das heißt, es kann in Wirklichkeit gilt das für Männer und Frauen, aber es ist halt jetzt im Rahmen der archetypischen Heldenreise, ist halt ein männlicher Archetyp. Und von daher ist sein Antagonist, der Gegner, der Böse, der Schatten, das abgespaltene Stück der eigenen Persönlichkeit, ist der Entwicklungsbereich. Das heißt, wenn Faust wie Goethe selbst ein Beziehungstyp ist, ist völlig klar, dass für Goethe und Faust der Teufel, der Gegenspieler, das Böse im Erkenntnisbereich ist. Und darum ist auch klar, dass die Prinzessin, also Gretchen, im Handlungsbereich ist. Nur ist es so, dass Goethe den Teufel, den Mephisto, auf eine so entzückende Art dargestellt hat, das ist, glaube ich, für jeden, der dieses Stück kennt, die Traumrolle ist, ich verstehe, dass Gustav Gründgens in seinem eigenen Theater wahrscheinlich keine 10 Sekunden drüber nachdenken musste, ob er den Faust spielen will. Nein, er wollte den Teufel spielen. Und es kommen halt an mindestens 2 Stellen Sätze, wo klar ist, dass bei Goethe der Teufel sich dessen bewusst ist, dass er nicht alles weiß. Weil es kommt dieser schöne Satz einmal aus dem Mund des Teufels: Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewusst. Und ein bisschen später sagt er auch, das Ganze ist für einen Gott gemacht. Das heißt, diese eigentliche Ursünde, von der Jordan Peterson schreibt, nämlich die Illusion der Allwissenheit, tja, davor hat Faust seinen Teufel bewahrt. Ich habe das Wort Allwissenheit gerade gesagt. Ich finde es eine großartige Idee der christlichen Weltanschauung, dass die 300%-Werte auf Gott projiziert werden. Das heißt, Gott ist allwissend, das ist der Erkenntnisbereich. Gott ist allmächtig, das ist der Handlungsbereich. Und Gott ist die allumfassende Liebe, das ist der Beziehungsbereich. Und ich finde, eine wirklich clevere Idee des Christentums ist zu sagen, wir projizieren die Absolutwerte der 3 Bereiche auf Gott und machen ganz klar, 100%ig Erkenntnisbereich, 100%ig Handlungsbereich und 100% Beziehungsbereich ist nur Gott. Daraus folgt, kein Mensch schafft 100%. Und im Grunde ist das die Idee, dass du davor gefeit bist. Oder um nochmal Goethes Faust zu zitieren, da sagt Gott ja am Anfang, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und sobald dir das bewusst ist, dass Menschsein heißt sich irren, Menschsein heißt nicht die ganze Wahrheit kennen, dann
bist du sicher vorm Teufel. Dann bist du auf einem spirituellen Weg, der dich der Wahrheit immer näher bringen wird, auch wenn du sie nie erreichst. Und jetzt ist wahrscheinlich klar, wie du diesen Weg beschleunigen kannst. Indem du, jetzt kommt wieder Hegel, bewusst diese emotionalen und vor allem auch kognitiv-mental-geistigen Schwierigkeiten suchst, indem du willentlich, freiwillig, absichtlich dem Drachen begegnest, dem Neuen, dem Verstörenden, dem, was deine Landkarte in Frage stellt. Und wichtig ist in all diesen Heldenreisen, und Jordan Peterson bringt unglaublich viele von diesen Heldenreisen, dass immer auf eine Sache Wert gelegt wird. Bei der Heldenreise geht der Held nicht unvorbereitet in die Höhle des Drachens, sondern es gibt immer einen Teil, wo sich der Held vorbereitet, wo er sich rüstet, wo er seine Waffen in Schuss bringt, sammelt, Trainingsprogramme macht, sowas in der Richtung, und dann in den Kampf geht. Und natürlich, der Kampf ist immer um Haaresbreite. Also in jeder guten Geschichte, in jedem guten Film kommt die Stelle, wo du denkst, nein, 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 er schafft's nicht, er geht drauf. Ui, er hat's doch geschafft. Ui, das freut mich auch, wenn es ein bisschen erwartet ist, weil ich weiß ja, wie so Filme laufen. Aber wenn er gut ist, denkst du halt, er schafft's nicht und er hat's doch geschafft. Und jetzt treffen sich zwei Leute und reden übers Gendern oder reden über Klima oder reden über rechts, links in der Politik oder übers Impfen oder was weiß ich. Und da begegnen sich zwei Urgewalten. Da begegnen sich jetzt Christus und der Satan, Kain und Abel, das Gute und das Böse. Und das Tolle ist, keiner von beiden weiß am Anfang, wer wer ist. Jetzt steht was auf dem Spiel. Und ich hoffe, dass, wenn du mir bis hierhin gefolgt bist, du weißt, dass es eine extrem dumme Idee wäre, zu versuchen, in so einem Gespräch, in so einer Begegnung durchzusetzen, klarzumachen, zu gewinnen, ich bin der Gute, du bist der Böse. Weil damit würdest du im Versuch, zum Guten zu werden, zum Bösen werden. Also dann würdest du böse und teuflisch handeln, weil du sagst, ich weiß, wie es wirklich ist, ich kenne die Wahrheit. Drum ist für mich wirklich der zentrale, entscheidende, der Satz, der in der Mitte steht, ist der von Popper. Ich kenne nicht die Wahrheit. Du kennst nicht die Wahrheit. Aber gemeinsam können wir ihr näher kommen. Jetzt kommen wir halt zu der Stelle, die wirklich heutzutage schwierig ist. Diese ganze Geschichte klappt gut innerhalb einer gemeinsamen Ebene 7-Ressource. Also, wenn du Geschichten liest, Luther in Worms vorm Reichstag, vielleicht der Höhepunkt von dieser Art von Geschichten, aber die findest du aus 2000 Jahre Kirchengeschichte. Also, ich habe mal in einem Buch gelesen, da war die Theorie vertreten, dass nachdem die Christen ja am Anfang schwach waren, es war eine kleine Gruppe, die keine Chance hatte, irgendwas mit Macht und Gewalt durchzusetzen, blieb ihnen nur das Wort. Und die ersten hunderte von Jahren des Christentums mussten die halt ihre Dispute mit Worten ausfechten, weswegen das Christentum halt eine Tradition entwickelt hat von gelehrten Streitgesprächen. Also das Kämpfen mit Worten. Und es hat sich später geändert, da kamen dann noch richtige Waffen dazu. Das sind dann dunkle Kapitel, die überspringen wir jetzt hier mal ganz kurz. Aber es ist trotzdem einfach eine Tradition, die ist mit drin. Und dieses Kämpfen mit Worten, wenn es funktioniert, findet halt in einer gemeinsamen Arena statt. Oder jetzt, wenn ich es auf NLP formulieren würde, unter einer gemeinsamen Ebene 7-Ressource. Das heißt, ich glaube, es geht nur innerhalb eines geteilten spirituellen, das ist ein heißes Wort, ich weiß, aber ich sage es trotzdem, des spirituellen Rahmens. Also irgendetwas, was über allem steht, was beiden wichtig ist. Früher hat sich da halt das christliche Gottesbild angeboten. Jetzt klappt das nicht so, weil halt viele Leute damit nichts mehr anfangen können. Popper kam mit der Idee der Wahrheit,
Ja, aber es ist halt doch sehr erkenntnisbereichsmäßig. Das kann sein, dass es in Beziehungs- oder Handlungstypen gar nicht so interessiert, die Wahrheit. Vielleicht haben die andere Sachen. Es gibt nicht viel. Die vielleicht beste Idee ist, das Leben. Sich klarzumachen, damit das Leben weitergeht. Ein Leben, was wirklich das Wort Leben verdient, also Lebensfreude, Lebensqualität, alles das. Damit das Leben weitergeht, braucht's die notwendige Vielfalt. Das ist so als letzter Gedanke, das ist eine Idee aus der Biologie, dass eine Art, eine Population braucht eine gewisse notwendige Vielfalt. Das heißt, es ist gut, wenn es immer wieder zu bestimmten Mutationen kommt und wenn innerhalb der Art immer wieder ein paar Merkwürdigkeiten auftauchen. Wenn die ganz schlimm sind, sterben die aus. Aber in den meisten Fällen sind die nur ein bisschen schlimm und werden toleriert, geduldet, mitgetragen, diese Seltsamkeiten. Weil das Ganze, das Kollektiv weiß auf eine merkwürdige, unbewusste Art, dass die Welt sich ändert. Und die Welt hat so an sich, dass sie sich unvorhergesehen ändert. Dann, wenn du nicht damit rechnest und in eine Richtung, mit der du auch nicht gerechnet hättest. Das ist ja die Idee von unvorhergesehen. Und wenn es dumm kommt, ist so eine Veränderung das Ende der Population. Das war's dann. Und sobald sich die Umstände ändern, das tun ja auch mal sehr schnell, kann sein, dass genau die, die gerade noch die Sonderlinge waren, die Merkwürdigkeiten, dass genau die plötzlich die Eigenschaften haben, die wir alle jetzt brauchen, damit es weitergeht. Und was mich auch begeistert ist, dass wir haben inzwischen wirklich eine Form entwickelt, wie man eine Gesellschaft gestalten und organisieren kann, wo wir den Zweifel zu einer Ressource erklären. Die Form nennt man Demokratie. Weil Demokratie ist die tolle Idee, keiner muss Recht haben. Also früher, wie es einen absoluten Herrscher gab, irgendeine Art von Kaiser oder so, ja, wenn der Recht hatte, also wenn der schlau war, wenn der wusste, wie es ist und wie es geht, dann hatten alle große Vorteile, weil er hat einfach gute Entscheidungen getroffen, kurze Entscheidungswege. Ich sage das so, wir machen das. Aber wenn du in das Geschichtsbuch guckst, musst du zugeben, das war der Ausnahmefall. Normalerweise galt auch für die, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und es gibt wahrscheinlich mehr Beispiele, wo die richtig daneben lagen, wo die richtig ins Klo gefasst haben, als es Beispiele gibt, wo wir diesen weisen, guten König haben, von dem es im Märchenbuch handelt. Also man war gerade in absolutistischen Monarchien dem Herrscher im Grunde auf Gedeih und Verderben ausgesetzt. Und das war, der hat ein paar Berater, das ist klar, aber wenn die ihm nicht gepasst haben, dann waren die Berater weg. Also beschäftige dich damit mit der Biografie von Stalin oder solchen Leuten. Da war das zum Teil sehr aufregend, dem die Meinung zu sagen. Und auf Dauer macht das ein Gemeinwesen nicht fit, wenn einer Recht haben muss und die anderen haben Unrecht. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, mit der Demokratie, das ist eine feine Sache, weil jeder darf seine Meinung sagen. Also jeder darf. Ich sehe da immer innerlich Speaker's Corner im Hyde Park, wo sich die Leute auf Obstkisten stellen, damit sie nicht auf englischem Boden stehen und dann jeden noch so großen Blödsinn verzapfen können. Und dann wird halt geguckt, wie viele Leute sammeln sich darum. Und dann kann man feststellen, oh, guck mal, bei dem stehen zwei davor und lachen. Das ist vielleicht nicht so entscheidend, aber bei dem stehen mehr und immer mehr und immer mehr. Das heißt, wenn wir diesen Wettstreit der Ideen zulassen, und halt auch zulassen, dass da manchmal verrückte Leute verrückte Sachen sagen. Einfach tolerieren, das kommt vom Lateinischen ertragen. Dann könnte sein, dass wenn es irgendwann eine verrückte, verblüffende, unerwartete Veränderung gibt, man feststellt, du, da gab es doch den Verrückten. Den, über den wir immer gelacht haben. Ich glaube, der hat jetzt genau die Idee, die wir brauchen. Und dann geht man dahin und holt den und seine Idee und die Geschichte geht weiter. Also das so als Vorschlag. Vielleicht könnte das Leben eine Ebene-7-Ressource sein, auf die wir uns alle miteinander einigen können. Dass wir sagen, da lohnt sich's, auch mal einen Streit auszuhalten.
Du hast vielleicht gemerkt, ich habe dir von den emotionalen Schwierigkeiten, von den intellektuell-kognitiv-geistigen Schwierigkeiten erzählt. Ich habe die Schwierigkeiten des Handlungsbereichs weggelassen. Die kommen im Newsletter. Da gibt es einen eigenen Newsletter darüber. Das ist die Folge 345, glaube ich, in 2 Wochen. Abonnieren einfach, dann wird das kommen. www.ralfstumpf.de/newsletter. Da findest du manche Ideen wieder, die ich jetzt hier in diesem Podcast Audio Newsletter erzählt habe, kannst du dir nochmal dann sehr konzentriert nachlesen. Die Letter sind immer relativ kurz. Viel von dem, was ich heute gesagt habe, ist da nicht drin. Dafür hast du im Letter noch andere Sachen, die habe ich nicht gesagt. Zum Beispiel so ganz simpel die Frage, wie man denn jetzt so einen Text eigentlich betrachtet, um dann festzustellen, ob der was taugt, ob man sich da wirklich sehr drauf einlässt oder lieber nicht. Praktisch machen wir das Ganze am Erlebniswochenende. Also, ich werde da mehrere Vorträge halten, wo nochmal ausführlich auf diese Gedanken ich eingehe, wie das so ist mit der Wahrheit und dem Bösen und dem Guten und der Ebene 7 Ressourcen. Dann werden wir eine Reihe von Übungen machen, wo es darum geht, zu lernen, andere Leute zu verstehen. Und mit andere Leute meine ich halt wirklich andere Leute, also Leute, die echt anders sind, also wirklich komplett gaga anders, verrückt anders sind und sich auf die einlassen. Natürlich in einem dahingehend geschützten Rahmen, dass niemand muss da irgendwas von sich preisgeben. Dafür werde ich sorgen, das ist mir auch sehr wichtig. Aber vielleicht haben wir Glück und es kommt zu Gesprächen, wo zwei Leute dort miteinander reden, die sonst niemals miteinander geredet hätten und die beide hinterher sagen, boah, wow, das war eine Heldenreise, die sich gegenseitig angucken und sagen, du warst mein Drache in der Höhle, ich bin dir begegnet und ich konnte heil werden, auf dir ganz werden oder Gänzer werden durch den Teil von dir. Ja, das wäre mein Wunsch, dass wir vielleicht weniger von diesen missglückten Gesprächen haben und mehr von den Gesprächen, die uns alle gemeinsam weiterbringen. Das war's für heute mit dem Newsletter, sag ich schon, Audio-Newsletter-Podcast über NLP und den Teufel. Nächsten Dienstag kommt etwas Neues. Ich habe noch keine Ahnung wozu. Wenn du Themenwünsche hast, dann schick mir gerne eine E-Mail. Ich bin immer sehr neugierig auf Anregungen. Und wie gesagt, ein paar Sachen kannst du nachlesen im Newsletter. Und dann sehen wir uns vielleicht an Pfingsten, wenn wir das Ganze praktisch machen. Bis dahin, ich danke dir fürs Zuhören. Mach's gut. Tschüss.